Hallo Leute, ich bin zurück. Etwas längere Pause, aber es geht weiter mit dem Second Reality Project. Und wie ihr wisst, geht's in die Wasserwelt. Letztes Mal war der Red Switch Palace und der Geheimeingang in dieser wunderbaren Wasserwelt. Darum geht's jetzt hier weiter. Ich habe so lange nicht gespielt. Ich muss erstmal wieder reinkommen, was für Tasten ich drücken muss. Hä? Gut, ich hatte auch irgendwie ein Gefühl, dass ich die doch töten kann. Ah, den nutze ich erstmal jetzt zur Geschwindigkeit. Gehe ich ohne. Durch kann man eh besser kontrollieren. Oh, oh. Ach, egal. Bin ich jetzt schon wieder festhängen? Gut, gut, gut. Hoch, hoch, hoch. Und Tempo. Tempo in den Tod. Mit Tempo und Stein in den Fisch. Oh, da unten gibt's Pilz, da gibt's einen Pilz. Ha! Wie ich den stylisch wieder aufgefangen hab. Oh nein. Der wacht jetzt gleich auf und ich gehe unten rum. Nee. Ha! Nicht, dass es Absicht gewesen wäre, aber ich bin nicht gestorben. Irgendwie kann ich gerade nichts greifen. So, jetzt habe ich etwas mehr Zeit, aber es geht trotzdem nicht. Irgendwas. Jetzt geht's auf einmal. Wer weiß, was da wieder los war. Hallo, der kriegt doch voll den Block ins Gesicht. Und nicht die dumme Pflanze, ja. In your face. Pilz ist mir egal, ich will hier durch. Schaffe ich das, schaffe ich? Gut. Runter, runter. Also ich glaube, das ging sogar besser als beim letzten Mal. Und das nach dieser langen Pause. Da oben bei der. Total das Teil verfehlt. Wo ist das Geisterhaus hin? Die Geister sind noch da. Ich vermute mal, die konnte ja. Ich dachte schon, das wäre rutschig gewesen. Ich vermute einfach, die konnte er nicht entfernen. Gut. Gehen wir einfach durch. Wobei. Moment. Ich will wissen, wohin das führt. Ein Pilz. Bei irgendeinem Sinn musste das ja machen, dass ich das freigeschaltet habe. Oder dass es da ist. Ich mag die Geistermusik.
Eigentlich hatte ich ich wollte sowieso mal wieder aufnehmen. Wow, 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 wow. Aber dass ich gerade jetzt. Das ist jetzt etwas merkwürdig. Sowieso aufnehmen. So, ich sollte meinen Satz langsam mal beenden. Und bin gerade darauf gekommen, weil der gute Emero ist ein recht bekannter deutscher Player, gerade ein Video von einem, das wird gegen die Geisterstrahlen nicht funktionieren. Und das wird auch nicht funktionieren. Er macht mit bei einer Challenge, so. Langsam mal überlegen, was ich sagen will. Und dazu. Oh. Da ging es darum, ein Level aus dem ursprünglichen Super Mario World, den genau genommen Level 1, möglichst schnell abzuschließen. Und naja, ich hatte das gesehen und wollte für mich mal ausprobieren, wie schnell schaffe ich es denn? Ich habe natürlich Self-States gebraucht, damit ich eine halbwegs anständige Zeit rausbekomme, aber naja, so habe ich. Ich habe den grünen Schalterpalast nicht gemacht. Ich glaube, da habe ich den Secret Exit nicht gefunden. Wow. Ja, und da dachte ich mir, kannst ja direkt hier eine neue Aufnahme starten. Niesei. Zu viele Röhren. Tot? Tot. Und wieder testen. Ich hoffe nicht, dass mich eine so zurücksetzt und ich die richtige eigentlich wählen müsste. Okay. Ah. Ja. Und Leben bekommen. Ich meine, würde jetzt zum Beispiel. Ah, gut, unten mich wieder an Anfang des Levels setzen. Wie gemein wäre das? Mit Save States natürlich nicht so sehr, aber. Scroll, gut. Sweet. Not sweet. Ja, für ein Geisterhaus. Oh Gott. Multiple Layer Action. Ich glaube, der Level könnte anstrengend werden. Angst haben, sich zu safe-staten, muss man auf jeden Fall. Oh, Jump. Go Mario, go Mario. Nein! Yes. Jetzt ganz schnell da hoch. Da oben komme ich ja nicht drüber. Der ist schon ein bisschen verwirrend. Ih. Und man darf nicht zu früh springen. Ich glaube, die Feder hilft schon ziemlich, weil man damit ja in der Luft bleiben kann. Und so, das ein bisschen verzögert. Immerhin war er so fair und hat dann die Auflösung an einem Punkt gezeigt, wo man noch irgendwas machen konnte. Normalerweise rennt man ja in seinen Tod und erfährt, dass es der Tod ist, erst nachdem man sich entscheiden konnte. Rückwirkend. Macht das Sinn, wie ich es gerade sage? Vermutlich nicht, aber vielleicht wisst ihr, was gemeint ist, vielleicht nicht.
Die Feder hilft echt. Das waren ein paar ganz knappe Sprünge. Jetzt auch noch solche Geschwindigkeitsteile. Ich muss sagen, so, wenn nichts passiert, sieht es schon irgendwie merkwürdig hässlich aus. Dieser Rand. Okay. Das ist irgendwie gerade dämlich. Und ja. Aber insgesamt ist der Level nicht so schwer, wie ich es erwartet hätte.